Hallo, hier ist Thor Alexander von Defi.jetzt und Mario auch. Ja, Und wir genau. haben heute wieder den Sergei Kunz von One Inch zu Gast. Und wir machen heute zwei Sachen. Einerseits stellen wir kurz die Bedienung von One Inch vor und zum anderen klären wir noch ein paar Fragen, die jetzt im Nachgang des letzten Podcasts aufgekommen sind. Genau. Wir fangen an erstmal. Der Sergei, der wird uns erstmal zeigen, die Oberfläche von One Inch. Und dann natürlich beginnen wir mit, was brauchen wir denn eigentlich, um One Inch nutzen zu können? Und wie verbinden wir uns denn dann auf der Oberfläche mit One Inch, um dann den bestimmten Token zu kaufen? Dann erstmal hallo Sergei und ich freue mich darauf, dass du uns das zeigst jetzt. Hallo zusammen, freut mich hier zu sein und ich lege mal los. Zu der Frage, was benötige ich, um One Inch nutzen zu können? Du brauchst ein Wallet, das kann ein MetaMask sein, das kann auch Mobile Wallet sein, es gibt unterschiedliche. Ich habe hier so ein Wallet auf dem iPhone und ich werde mich dann auch mal zu One Inch verbinden. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also zum einen, man kann auswählen, in welchem Netz man sich verbinden möchte, zum Beispiel Binance oder Ethereum. Ich verbinde mich jetzt hier in Ethereum, Connect Wallet. Ich kann hier MetaMask wählen zum Beispiel, wenn ihr die Extension installiert habt im Browser. Wallet Connect, Wallet Link, Wallet Links von Coinbase, Ledger direkt, wenn ihr den Ledger irgendwie direkt an dem Rechner hängen habt. Portis ist so ein Wallet Provider, Mazer Wallet, Fortmatic, Ethereum, Taurus, Bitskin, Arcan und Binance Chain Wallet ist eher für Binance. So, ich verbinde mich über Wallet Connect. Ich bekomme so einen tollen QR-Code. Das muss ich in meine Wallet hier am Telefon einscannen. Es geht so. Zack. Damit habt ihr ja auf jeden Fall schon mal mehr Möglichkeiten als One-Inch. Nicht als One-Inch, sondern als Uniswap, wenn ich das so richtig sehe. Ne? Die bieten ja, glaube ich, nur 3, 4 verschiedene Wallets an oder Wallet-Connection-Types. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die haben auch einige Wallets drin. Ich glaube, wir waren die Ersten, die angefangen haben, alle Wallets zu integrieren. Und dann kamen die anderen auch mit dazu. So, man sieht hier, dass ich mich da verbunden habe. Ich habe hier über Vault Connect dann Zugriff auf meine Wallet hier auf dem Handy. Ich habe hier auch so eine tolle Apple Watch, die mir gleich dabei noch hilft, die Transaktionen zu bestätigen. So, ich suche mir zum Beispiel was aus. Ich habe hier ein bisschen WBTC, das ist Bitcoin in Ethereum-Netz und ich will das jetzt zu Ethereum oder sagen wir mal vielleicht zum One-Inch-Token swappen. Und ich kann. Okay. Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig für die Leute, die jetzt hier ganz neu zugucken, dass man generell ja auf diesen dezentralen Börsen alles gegen alles tauschen kann. Ne? Es geht ja nur darum, was im Hintergrund für einen Weg dann gesucht wird. Genau, es war mal jetzt vor One-Inch-Zeit, war das so, dass man irgendwie nur bestimmte Pairs hatte, bestimmte Paare. Und wenn man irgendwie was ganz Wildes ausgewählt hat, irgendwie WBTC zu irgendeinem KNC, da war nicht genug Liquidität da in einem Pool, zum Beispiel in einem Uniswap-Pool. Und dann hat man halt sehr, sehr schlechten Preis gezahlt für den Swap. Und seitdem OneInch da ist, ist es möglich, einfach alle Token-Kombinationen dann anzubieten zum besten Rate auf dem Market. So, ich habe hier WBTC und ich kaufe hier ein bisschen an One-Inch-Tokens. Zuerst muss ich einen Unlock machen. Dieser Unlock ist wichtig, damit das Aggregation-Protokoll Rechte bekommt, basierend auf der Transaktion, die du dann abschicken wirst von deiner Wallet, die Tokens von deinem Wallet zu transferieren, quasi dann tauschen, irgendwo bei Uniswap. Hier ist aktuell Balancer, wo getauscht wird. Und
dass du die Tokens auch wieder zurückbekommst, wenn ich Tokens hier nehme. So, das Unlock muss ich bei jedem Token machen, ne? Das ist jetzt nicht nur vom Prep Bitcoin. Es gibt Tokens, die Permit erlauben. Bei Permit reicht eine Signatur, also quasi so eine signierte Message. Das wird bei uns noch hier implementiert im Frontend. Das sind ein paar Leute, die da gerade arbeiten. Und ja, also aktuell wird nur so Approve-System jetzt hier unterstützt. Du kannst entweder so einen limitierten Unlock machen, so einen Approve für die Anzahl, die du jetzt wirklich tauschen möchtest, wenn du dem Smart Contract nicht vertraust, der jetzt von vielen Auditors, vielen Firmen, Sicherheitsfirmen schon überprüft worden ist. Oder du machst Infinity, dann kannst du dann quasi dann die unendliche Anzahl der Tokens dann swappen, ohne dann extra dafür zahlen zu müssen. Bleibt dann auch in der Zukunft bestehen, ne? Also sprich, wenn man Infinite unlockt, dann bleibt das auch, wenn du morgen dann wieder Red BTC verkaufst, ne? Genau, im Endeffekt unter der Haube, was da passiert ist, da wird einfach eine sehr hohe Zahl approved, ja, und deswegen kann man dann ziemlich viele Trades machen. Also ich habe hier die Notification bekommen für die Transaktion, hier ein Infinity Approve für WBTC zu, ja, WBTC bei OneInch, dann sage ich hier Approve. Auf deiner Uhr, das ist cool, das kenne ich ja noch gar nicht. Ja, genau, das ist was Neues. Transaktion wurde abgeschickt. Man kann die hier mal anschauen. Die ist in Pending. Das kann so ein bisschen dauern, je nachdem, wie viel ihr da bereit seid, für die Transaktion zu zahlen. Die Einstellungen kann man hier finden. Die Transaktion wurde jetzt bestätigt. Die Einstellungen findet man hier. Das sind sehr viele Einstellungen. Also Gaspreis kann man hier auswählen. Der wird dann vorgegeben, so ein Standard, Fast oder Instant oder Custom. Man kann so benutzerdefinierten Preis eingeben, zwischen 300, wenn du da sehr schnell swappen möchtest, damit die Transaktion schnell von den Minern verarbeitet wird. So, ich habe hier das Instant stehen, ich habe das auch gepinnt, damit ich dann auch in dem Hauptinterface diese Einstellung sehe. Wir haben hier auch unterschiedliche Liquidity Sources. Das sind 49 in Ethereum-Netzwerk, in Binance Smart Chain, das sind es um die 12, 13 oder so. Da gibt es noch Custom-Tokens, da kann man Custom-Tokens hinzufügen, wenn zum Beispiel ihr so ein Token hier nicht findet in der Liste. Das sind so ein paar Leute, die immer gucken, welche Tokens sind gerade auf dem Market und die werden überprüft von den Leuten. Aus dem OneInch-Team und werden dann zu so einer Liste hinzugefügt. Ist eigentlich eine Schnittstelle, die von dem OneInch-Team angeboten wird. Die Schnittstelle kann von jedem anderen Frontend auch verwendet werden oder Wallet. Ja, hier das Frontend verwendet auch die Schnittstelle. Protokollversion, da gab es eine neue Version, die V3, und die ist als Default. Da gibt es halt Abwärtskompatibilität zu der V2, das wird aber auch bald abgeschafft. Da gibt es noch ein paar andere Einstellungen. Warte mal kurz, geh nochmal zurück. Kommt man von der Stelle da unten auf den Smart Contract? Wir hatten ja im Podcast, hat man ja drüber geredet, dass ich dann auch sehen kann, dass der auditiert wurde. Ja, also da gibt es so einen Link hier, ins.oneinch.eth, da geht man drauf. Also wo ist der ganz unten am Ende der Seite? Du warst jetzt ein bisschen zu schnell. Genau, also der ist ganz unten hier auf der Seite, ins.oneinch.eth. Mhm. Und dann kommt man hier drauf und man sieht auch hier das schöne Logo. Mhm. ASCII Art, Oneinch Network Aggregation Router. Und da gibt es die drei Audits hier. Da sind noch ein paar andere in der Pipeline, aber halt die drei Firmen haben schon die PDFs fertig. Da kann man draufklicken, kann man sich dann auch angucken. Also ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch den entkompilierten Quelltext mit veröffentlicht. Und kostet das eigentlich was, wenn ich den Quelltext so als solchen noch hochlade oder nur... zahlt man nur für die Veröffentlichung des eigentlichen kompilierten Also du zahlst nur für die Transaktion, die dann von Minern dann in den Block geschrieben wird. Nee, wenn du jetzt einen Smart Contract deployst, also veröffentlichst, dann zahlst du ja dadurch, dass der in die Blockchain reingeschrieben wird, zahlst du ja Gebühren.
bezahlst für die Bytes, die du da schickst, ne? Quellcode wird bei Etherscan einfach hochgeladen. Die verifizieren das auch und wirklich prüfen, dass dieser Quellcode dem kompilierten Code hier auch entspricht. Ja. Okay. Genau. Aber sieht schon mal gut aus. Wenigstens haben wir jetzt darf schon mal das Protokoll sozusagen deine Wrapped Bitcoin ausgeben. Beziehungsweise nicht ausgeben, sondern switchen, ne? Also. Genau. Ich habe da noch ein paar andere Einstellungen hier. Wollte noch mal sagen, wir haben hier Partial Fill. Partial Fill ist wichtig, wenn du zum Beispiel irgendwie 1 Million Dollar swappen tust, dann hast du ja, halt eine höhere Summe hier. Hier zum Beispiel 5 Millionen Dollar, dann sieht so ein Pfad dann halt anders aus. Man hat hier drei unterschiedliche Markets, die hier verwendet werden. Und wenn zum Beispiel einer dieser Markets dann wegfällt, so ein Pfad, dann werden die zwei anderen trotzdem eventuell ausgeführt und dann wirst du halt was zurückbekommen, was nicht getauscht werden konnte zu dem Preis, was du hier akzeptiert hast. Da gibt es ja dieses Slippage Tolerance, das ist das, was du bereit bist, weniger zu bekommen. Also bis zu 3% bin ich bereit, hier weniger zu bekommen. Weil mit 0% wird es eher wahrscheinlich nicht funktionieren. Es kann funktionieren, da muss ich aber halt irgendwie einen höheren Gaspreis setzen, weil da finden ja die ganze Zeit irgendwelche Trades auf der Blockchain statt. Ja, das ist Partial Fill, das ist auch was nur OneInch anbietet oder im Protokoll. Alle anderen, die können das nicht. Wir haben dann noch die paar Module, die man hier wegschalten kann. So die Tabelle habe ich gerade weggeschaltet. Dieser Beweis, dass das OneInch einfach den besten Preis anbietet. Und dann kann man hier auch den Pfad wegschalten und auch also ein Chart. Ja. Man kann auch hier Chi einschalten und dazu können wir später zum Gastoken. Warte noch mal kurz. Das heißt, den Pfad sehe ich vorher, bevor ich die Transaktion bestätige, richtig? Genau. Und wenn ich aber zu lange warte, passt sich das bei euch an, habe ich glaube gesehen vorhin, ne? Das aktualisiert im Hintergrund, ja. Hm. Das ist dieser Timer, der mitläuft immer, ne? Da oben in der Mitte. Genau, der Timer läuft mit und hier wird noch die Blocknummern getrackt. Ah ja. Also das Frontend hier ist an die Miner angebunden. Und wenn von Miner irgendwas kommt, dann bekommt das Frontend direkt mit. Also die Blocks kommen hier schneller an wie bei Uniswap und bei den anderen durch diese Verbindung zu den Minern. Jetzt haben wir WBTC, wir zahlen halt ungefähr 40 Dollar, swappen das zu OneInch. Wir haben so ein bisschen Price-Slippage, ungefähr 6,33% bekommen wir in Dollar-Value weniger. Es ist aber so ungefähr Hausnummer. Kann sein, dass das ungefähr 40 ist. Das schwimmt so ein bisschen, weil diese Preisfindung, die ist auch ein bisschen schwammig. Es gibt so ein Smart Contract, das wurde von der Michael mal entwickelt bei uns. Das bietet so eine Art Price Oracle an. Und es kann sein, dass es irgendwo ein Pool gibt, was nicht so super, super balanciert ist. Und bei der Kalkulierung, bei der Verrechnung von der Route, da wird auch berücksichtigt, wie viel Gas wir zahlen. Hier in dem Fall bekommen wir etwas mehr wie bei Uniswap. Ja, wir bekommen eigentlich viel mehr. Es kostet aber allerdings von Gaskosten ein bisschen mehr auch. Ja. Deswegen haben wir kein Uniswap hier. Ich swap das jetzt mal einfach kurz. So, hier kannst du auch so eine Private Transaction machen. Es ist eigentlich eine Stealth Transaction, keine Private Transaction. Diese Transaktion geht direkt zu Miner und wird nicht geshared mit dem Mempool. Das heißt, kein Frontrunner wird das sehen. Geil. Es gibt einen Fall, wo dann so ein Miner so einen Uncle Block meint und dann wird es doch geshared. Allerdings ist es nicht super oft, ja. Ich kann mal so eine, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich klicke das mal an. Mit Ledger funktioniert es auf jeden Fall. Mit Wallet Connect müsste es funktionieren. Lass mal kurz probieren. Ich habe wieder die Notifikation hier auf meiner Apple Watch. Ja.
So, und ich drücke hier mal drauf. So, die Transaktion ist raus. Was wir jetzt sehen, Etherscan hat die Transaktion nicht gefunden, weil die Transaktion direkt zu einem Miner gegangen ist. Also das ist eigentlich nicht nur zu meinem, weil das sind mehrere, das sind fünf, sechs große. Und also das OneInch-Team hat einen Zugang zu den Minern. Und OneInch-Team bietet so eine Schnittstelle an, die auch wiederum von jedem verwendet werden kann, um solche Transaktionen abschicken zu können. Das kostet was, das Team zahlt dafür was. Ja, da gibt es eine Art Whitelist. Wenn jemand einen Zugang dazu benötigt, der kann einfach auf uns zugehen und können dann was machen. Also sprich, So. ganz nochmal für die Erklärung, für die, die sich nicht ganz so damit auskennen. Normalerweise veröffentlicht man so eine Transaktion in den, wie du es schon gesagt hast, in den sogenannten Mempool, also in den großen Pool an Transaktionen, wo jeder, der eine Transaktion machen möchte, die in den sogenannten Pool reingibt. Und von dort nehmen die Miner sich normalerweise die Transaktion raus, diese von den mit den höchsten Transaktionsgebühren natürlich. Und ihr gebt es aber mit der Funktion direkt an die Miner an dem Pool vorbei und die stecken das mit an die Blockchain dran und führen die Transaktion durch. Das ist ziemlich geil, ziemlich cool. Genau, das bietet auch keiner sonst an außer uns. Ich bin mal zwischendurch mal auf die Idee gekommen, mal das mal auszuprobieren. Dann mussten wir noch ein paar Und Verträge schließen. Hintergrund ist ja der, dass sich niemand vor diese Transaktion drängelt, um den Preis nach oben zu drücken und sich hinterher vom Rest, vom Endtausch dann auch wieder dazwischen drängelt und die Gewinne abgreift, ne? Genau, das nennt man Sandwich Front Running Attack. Das passiert sehr oft bei Uniswap. Sehr, sehr viele Menschen verlieren ihr Geld durch dieses Front Running. Und hier haben wir eine quasi Protection, einen Schutz davon. Man sieht hier auch, dass diese Transaktion gar nicht im Mempool war. Das sieht man, wenn man zum Beispiel hier confirmed with 30 seconds. Das war die Transaktion davor für Approve. Die war im Mempool. Diese Transaktion hat so ein Label gar nicht. Sie war gar nicht im Mempool. Das ist halt ziemlich cool. Alles klar, jetzt haben wir getauscht. Jetzt gu guck mal. Ja, wir haben hier OneInch-Token. Wir können es jetzt wieder zu irgendwas anderem tauschen. Wir gehen jetzt aber weiter. Ich zeige euch mal, was man mit dem OneInch-Token machen kann. OneInch-Token ist ein Utility-Governance-Token. Da sind unterschiedliche Tokenomics geplant. Da gibt es unterschiedliche Teams, die dann auch eigene Produkte zusammen quasi in Verbindung mit dem OneInch-Token und OneInch-Network bauen. Was schon jetzt geliefert wurde von dem OneInch-Team, ist dieses Governance-System. Instant Governance, du kannst jetzt OneInch-Token staken. Zuerst müssen wir einen Approve machen, wiederum mit dem Contract, mit dem du dann was zu tun hast, musst du dann so ein Erlaubnis geben. So, ich habe wieder die Notifikation bekommen. Ich gehe jetzt hier auf Approve. Transaktion abgeschickt. Mit den Einstellungen, mit dem Instant Gas Price. Die wird auch die ganze Zeit angepasst. Ne? Also da läuft auch wiederum eine Schnittstelle von OneInch Team, die nach dem aktuellen Gaspreis schaut und quasi da gibt es so mathematische Berechnungen, die ausgeführt werden, um den richtigen Gaspreis für Instant, Fast und Standardtransaktionen dann herauszufinden. So, lass mal schauen, was die Transaktion macht. Es gibt hier noch eine History. So, die Transaktion ist eigentlich durch. Man sieht das auch hier. Jetzt kann ich hier 75, 50, 25 oder 100% staken. Ich mache einfach 100. So. So, jetzt habe Wo ich steckst du wieder die? meine Apple Watch. Wie? Wo steckst du die oder was passiert da im Hintergrund, wenn du die stakest und wie lange geht das? Die Tokens werden in so einen Smart Contract reingeworfen. Ich erzähle gleich. Hier steht Stake 8,764 Inch bei OneInch Approve. Also kriegst vor, bevor irgendwas passiert, kriegst du immer erstmal noch eine Meldung, die du bestätigen musst. Ne? Das ist vor allen Dingen wichtig, dass da nichts passiert, ohne dass du es auch wirklich willst.
Das ist beim Ledger genauso. Auf dem Ledger siehst du, dass da was passiert. Da steht nicht drauf geschrieben, dass das ein Stake ist. Das steht nur hier geschrieben. Und bei MetaMask zeigen die einfach Cold Data. Die prüfen das gar nicht. Ne? Die sagen gar nicht hier, was da passiert. Und es ist ein bisschen uncool. Deswegen benutze ich diese App. So, wir gehen jetzt weiter. Wir haben jetzt gestaked. Ja, Wenn du warte, warte, stakest, warte, dann warte. bekommst du. Wo ist das jetzt hingegangen? Wer macht jetzt was damit? Du hast jetzt einen Jahreszins von 5,23% stand da eben, oder? Genau, also es schwankt und so, dieses Jahreszins. Also wenn man die Transaktion sich anschaut, dann was wurde gemacht von einem Wallet, wurden die OneInch-Tokens zu einem Contract geschoben. Die sind hier. Das ist dieser Governance Mothership. Contract, der wird alles gestaked, damit jeder dann ein Recht bekommt zum Mitbestimmen. Genau. So, das sind ungefähr gerade 153 Millionen Dollar gerade gestaked. Das ist cool. Gehen wir mal zurück und du hast richtig gesehen, es sind aktuell 5,23%. Letzte Woche waren es 20. Quasi in den letzten 7 Tagen wurde nicht so viel an Fees gesammelt. Es gab ein paar unterschiedliche Gründe. Zum einen die Liquidität ist ein bisschen gewandert aus dem Liquidity-Protokoll von OneInch. Und zum anderen bei den, wir nennen das Leftovers, dazu komme ich gleich, gab es auch ein bisschen weniger, da die V3, die wir da veröffentlicht haben, die ist da effizienter und da gibt es weniger Verdienst für Governance, aber dafür bessere Qualität für die User. So, man sieht hier, ich habe hier gestaked, ne? Ich habe da 8,764, ich bekomme auf diese 8,764 5,23% Jahreszins und das, wie gesagt, jede Woche wechselt es sich, also ändert sich, basierend auf das, was diese Woche eingesammelt wurde an Fees. Also der So, Prozentsatz wird immer wöchentlich angepasst, ne? Genau, auf Twitter gibt es immer Meldungen, wie viel genau Governance Rewards es gab. Bei dem Liquidity-Protokoll habe ich jetzt das Recht, hier mitzubestimmen. Ich sehe hier, dass Governance Reward hier auf 9,76 gesetzt wurde. Man kann nochmal reingehen. Es ist genau das, was diese 5,23 entsprechen, teilweise zusammen mit den Aggregation-Protokollen. Hier gibt es auch sowas. So, jetzt hier beim Liquidity-Protokoll, ich kann jetzt angucken, wer da alles gestimmt hat. Irgendwie jemand hat für 10% gewotet, ne, und der hat 803.000 One-Inch-Tokens. Das ist 320.000 Dollar. Irgendwie. Nee, das sind 3,2 Millionen Dollar. Also 803.607 multipliziert ungefähr mit 4 Dollar sind 3.214.000 Dollar, was einer hier hat, ne? So, ich kann jetzt hier, ich habe zwar nicht so viel, ne, und deswegen ist die Gewichtung meiner Stimme wirklich gering. Je mehr du hast, desto mehr Gewicht hast du bei jedem Wort. Ich kann hier zum Beispiel auf, sagen wir mal, 0%. Ja, ich will 0% haben. Weil die Gewinne sollen an die Liquidity-Provider gehen, damit die noch mehr Geld in Liquidity-Protokoll stecken und damit bessere Preise gibt und damit mehr Trades gibt. Und irgendwann stimme ich dann vielleicht für 10%, wenn wir kritische Masse erreicht haben. Das ist so meine Einstellung für sinnvolles Mitbestimmen. So, ich habe hier wieder eine Transaktion. Hier steht Vote for Governance Reward 0% auf OneInch. Okay, ich sage Approve. Also sprich, du stakest es, du kriegst Zinsen dafür und dann ab dem Moment, wo du es gestaked hast, darfst du an der Politik der DAO, der One-Inch-DAO teilnehmen als Staker, ja? Genau, du als Staker hast dann Recht, dann mitzubestimmen. Und also initial war Governance Reward 0 und die Leute haben einfach mitgestimmt, weil fast alle haben auf 10% gestimmt, weil die wollen alle was verdienen. Der Plan ist, ich habe eine Idee für ein Proposal, dass später dann so eine Art Treasury da ist, so eine Art Safe.
wo alles, wo diese Rewards gesammelt werden. Entschuldigung. Und die Governance dann entscheidet, was damit gemacht wird. Genau, man sieht hier auch, was der aktuelle Value ist und wie er sich dann verändert in den nächsten 24 Stunden. Wird sich geringfügig verändern, basierend wahrscheinlich auf meiner Stimme, weil ich zu wenig Gewichtung habe. Es gibt andere Einstellungen. Man kann auch hier sehen, hier Top Addresses by Voting Power. Was sind die Top-Adressen, die viel Voting Power haben? Man sieht hier, dass einer 57% hat. Es ist aber eine Art Aggregator in Form von Binance hat allen eigenen Kunden angeboten, über ihr Interface ein Staking zu machen. Ich glaube, die stimmt da gar nicht ab, soweit ich das weiß. Die staken einfach, um diese Prozente zu bekommen. Und das heißt quasi, Binance hat eigene Kunden aggregiert und hier die Tokens reingesteckt, Binance Tokens. Und leitet dann auch die Gewinne weiter an eigene Kunden. Das kann auch eine Bank machen, ne? Das ist auch eine ziemlich coole Idee. Man kann auch eigenen Kunden anbieten, okay, wir haben hier One-Inch-Token bei uns, was du in den quasi Custody-Safe hinlegen kannst und du kannst da noch zusätzlich was verdienen. Ne? Du sitzt in One-Inch-Token, du riskierst nicht, dass dein One-Inch-Token irgendwie verkauft wird, sondern du sitzt halt, du hodlst und bekommst noch zusätzlich Prozente von der Economic hier auf OneInch. Du kannst auch unstaken, das geht easy, einfach anklicken, wie viel du willst und dann einfach unstake, machst die Transaktion, hast wieder bekommen, das bekommst du. Du musst da vorher nicht dein Vote zurückziehen, ja? Den zieht es dann automatisch mit Unstaking zurück? Genau, das wird mit Unstaking wieder zurückgesetzt. Und bei Aggregation? Sorry, kannst du jetzt dann auch, du hast jetzt deine 8,76 schon sozusagen für die schon vergeben, kannst du jetzt für andere Sachen auch wählen oder musst du da jetzt neue Token wieder staken? Du kannst überall mitbestimmen. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie von deiner Voting Power was abgezogen wird. Okay. Du kannst einfach überall mitstimmen, weil es gibt sehr viele Einstellungen. Ne? Und diese Einstellungen, also ich persönlich würde nie machen als zentralisierte Plattform oder so. Und deswegen war die Idee da, einfach diese Instance-Governance einzuführen mit einem One-Inch-Token, dass der Market und die Community selber entscheidet, was gemacht wird. Ne? Also ich bekomme gar nichts, ich bin im One-Inch-Core-Team und ich bekomme hier gar nichts von den Rewards. Also da geht kein Cent zu uns. Ja, es sei denn, du stakest halt deine One-Inch-Token, ne? Genau, aber ich habe keine One-Inch-Tokens, deswegen. Also ich hab auch nicht geschafft, die zu kaufen, weil, naja, ich als Teammitglied bekomme ich die irgendwann nach dem Vesting und muss ich ja nicht alle Eier in ein Basket reinlegen. Bei dem Aggregation-Protokoll ist ähnlich. Hier ist so, wenn jemand diesen Referral-Link verwendet, den man hier findet, den kannst du hier kopieren, wenn du die Wallet verbunden hast, und den kannst du an die Freunde schicken. Wenn deine Freunde swappen und da gibt es was verdient wurde in dem Protokoll, dann bekommst du das auch anteilig. Hier ist gerade 2080 alles geht in diesen Governance Reward Pool hier für diese 5,23%. Genau. Andere Protokolle folgen. Eins ist jetzt fertig geschrieben bei Anton und Michael, wird irgendwann bald erscheinen. Es handelt sich hier um Limit-Order-Protokoll, sehr effizient. Und ich habe von dem schon ein paar Mal gesprochen, auf ein paar Interviews. Wir wollen einfach Zero-X ersetzen, weil bei dem hier Exchange-Interface, was ich allerdings vergessen habe zu sagen, du kannst auch Limit Order setzen. So wie auf einem zentralisierten Exchange kannst du quasi in so eine Art Orderbuch, dezentralen Orderbuch, dann deine Limit Order reinsetzen. Man hat hier so einen schönen Chart und dann kann man hier dann, es ist nicht ein bisschen langsam, weil die Zero-X API sich ein bisschen schwer tut bei unserem Volumen. Genau, und genau, du kannst einfach sagen, zu welchem Preis du es gerne verkaufen möchtest, und dann wird es dann einfach verkauft in der Form, dass Arbitrage-Trader diesen Order sehen. Es gibt so ein dezentrales Mesh-Network und die Arbitrage-Trader, die nehmen diese Order und
und fehlen dir. Ja, das heißt, die machen vielleicht einen Kauf bei Uniswap und Verkauf dann über deinen Limit-Order oder andersrum. Somit wird dein Order gefüllt. Genau. Warte noch mal kurz. Da hast du jetzt Frapped Ether stehen. Wieso gibt es auf der Ethereum-Blockchain noch mal Frapped Ether? Was hat das für einen Sinn? Das ist ein tokenisierter Ether. Und das hat den Zweck hier beim Limit Order, dass Limit Order nur mit Approves funktioniert und dass der Token dann von deiner Wallet transferiert wird. Man kann Ethereum von einer anderen Wallet nicht transferieren. Das geht nur über ERC20 Standard. Deswegen. Mhm. Ja, und Wrapped Ether wird zum Beispiel bei Uniswap verwendet, bei dem Liquidity-Protokoll von Oneinch. Der wird nativ Ethereum verwendet, weil es günstiger ist. Allerdings, ja, einige sind der Meinung, es muss halt standardisiert in einem Protokoll sein, dass man halt WETH verwendet und extra noch drauf zahlt. Genau. Gehen wir mal zurück zu der DAO. Es gibt Statistics zu dem, jetzt für Ethereum. Man kann sehen, dass deine Protokoll um die 2,32 Milliarden Dollar mal drin waren. Das ist dann wieder alles runter auf 200 irgendwas Millionen. Das hat halt den Hintergrund, dass da so ein Farming-Programm von der Foundation gestartet wurde, für die Ethereum WBTC, Ethereum DAI, USDC und noch ein paar andere Paare. Gab es so Farming-Programme, dazu komme ich gleich später. Wenn du da Liquidität zur Verfügung gestellt hast, also zum einen an den Trading-Fees verdient, so wie hier. Zum Beispiel, wir haben hier an einem großen Dump am 21. Februar wurde 1,88 Millionen Dollar gesammelt an Fees. Ja? Wenn man das zu Uniswap vergleicht, mehr Fees, oder das, gib mal eine Sekunde, ich hab heute die Kalkulation gehabt. Okay, bei Uniswap wurde 3,5 Millionen Dollar an Fees gesammelt an dem Tag, bei uns 2 Millionen. Der Unterschied ist aber, dass wir die Hälfte von der Liquidität hatten. Und wir hatten einen Sechstel von dem Volumen, was Uniswap hatte. Und konnten mehr als die Hälfte von den Fees, was Uniswap gesammelt hatte, generieren. Das ist die Stärke von dem Liquidity-Protokoll. Es ist sehr effizient. Es nimmt das Geld von den Arbitrage-Traders und lässt es in den Pool für die Liquidity-Provider und Leute, die hier in Governance mitspielen. Gehen wir mal rüber zu Pools. Das sind Liquidity Pools, so wie bei Uniswap auch. Es ist aber viel cooler wie bei denen. Man kann hier auch sehen, was für ein Volumen hier gab bei OneInch ETH. Liquidität, wie sich die verändert hat. Und der Verdienst. Da kann man mal gucken, was hier so alles verdient wurde. So, dieser Pool macht 0,52% von dem Volumen, was er bekommt. Bei Uniswap sind es fix 0,3. Also das ist besser wie Uniswap Pool. Und wenn du Geld hier drin hast in dem Liquidity Pool, dann kannst du auf Pool Governance gehen und dann kannst du hier mitbestimmen mit deiner Liquidität, die du drin hast, auch gewichtet, ne? Nach der Anzahl der Liquidity Pool Tokens. Je mehr du Liquidität drin hast, desto mehr Stimmrechte hast. Macht ja Sinn, ne? Und das macht ja keinen Sinn, wenn jemand hier staked und für, das sind halt Default-Einstellungen hier. Wenn hier jemand in dem Pool nicht mitbestimmt, dann delegiert er automatisch seine Rechte an die Stakers. Aber wenn ich hier mitbestimme, dann ja, kann ich auch gute Gewichtung haben, wenn ich sehr viel Liquidität habe, und dann kann ich mitbestimmen, was passiert. Ne? Also es ist, Swap-Fee ist wichtig, bei Uniswap ist 0,3, hier ist 0,36. Meiner Meinung nach, das sind noch ein paar Firmen, die gerade so Analysen fahren, was die besten Einstellungen sind für welche Pools. Und meiner Meinung nach 0,1% reicht, dann hast du öfters Trades. Die K-Period könnte man locker auf eine Minute setzen, damit man Front-Running Protection hat. Es ist ja so, das ist wie ein Spread, der, wenn jemand viel swappt,
Ja, gibt's halt so ein Spread, so wie ein Orderbuch. Und dann wird da langsam, langsam, langsam über zum Beispiel jetzt 3 Minuten 53 Sekunden wieder zusammenklappen und dann wieder zum Ausgangspunkt wieder kommen. Und es ist ja so, ne, wenn der Preis sich bewegt, sieht es bei uns so aus, dass es so ein Spread auf und zu geht, auf und zu geht. Wenn er aufgeht, wird in die andere Richtung, wird quasi so eine Art Auktion veröffentlicht für die Arbitrage Trader, damit das, was gekauft wurde von dem Pool bei dem letzten Trade, damit die Arbitrage Trader das teurer kaufen, wie wir das eingekauft haben in dem Liquidity Pool. Das alles passiert dann im Smart Contract. Da gibt es halt diese Regeln, die da jetzt eingebaut wurden. Und das hilft zum einen Front-Running Protection. Jemand kann nicht vor dir reinkommen und nach dir rausgehen und Profit schlagen. Wenn er vor dir reingeht, dann kann er später nach dir nicht rausgehen zu dem besseren Preis. Der wird Geld verlieren. So, und der andere Vorteil ist, dass die Liquidity Provider, die verdienen sehr viel Geld, weil wenn jemand zum Beispiel mit 10% Price Slippage einen Tausch macht. Das heißt, dass du zum Beispiel $100 in Ethereum gegen One-Inch-Token tauscht, dass du dann halt 10% weniger an One-Inch-Token in US-Dollar Wert bekommst. Ja? Und diese 10%, die werden quasi wie auf eine Aktion freigegeben und dann wird quasi dann zum schlechten Preis zum Beispiel angeboten. Dann wird der Preis ein bisschen verbessert, kauft keiner, wird noch ein bisschen verbessert. Und da kommt irgendwann ein Arbitrage-Trader, der halt $5 dran verdient, dass er halt das, was da ist, nimmt, ne, und woanders verkauft. Und dann wird es gemacht, ne? Und dann bleiben ungefähr 70% dann im Pool liegen. Je nachdem, nach Marktsituation. Es kann auch passieren, dass der Preis am Markt fällt. Zum Beispiel 90%, ne? So was wir 2018 hatten im Frühjahr. Da war ja so, dass alles um 90% gefallen ist. Und wenn sowas passiert hier mit dem Pool, dann ist es so, dass dieser Pool, er weiß ja nicht, was da draußen passiert. Aber er kann verstehen, wenn jemand ein Trade macht und 90% verliert an dem Value, ja, laut dem Pool, dann ist es wahrscheinlich so, dass der Preis am Markt sich geändert hat. Und deswegen gibt es nur dieses Price Impact Fee. Und basierend auf diesem Price Slippage, zum Beispiel 90%, wird nochmal Fee eingenommen, damit die Liquidity Provider quasi diesen Impairment Loss Risk quasi gering halten, ja, beim Sitzen in dem Pool. Impairment Loss heißt, wenn du zum Beispiel in einem Pool sitzt, ne, und du hast zwei Tokens da drin, du hast einmal Ethereum und du hast USDC, ja, zum Dollar gebunden. Und dann kann es sein, dass du irgendwie nach einem Monat weniger Ethereum bekommst, aber mehr USDC, ja. Und wenn du das vergleichst, wenn du dann nur Ethereum halten würdest, ja, dann wäre es für dich wahrscheinlich profitabler zu halten, anstatt in dem Pool zu sitzen. Wenn dieser Pool wenig verdient für dich, dann hast du Impairment Loss gehabt. Und dieses Problem lösen wir hier in einem Protokoll, in dem wir dann davon ausgehen, dass wenn ein Preissturz gibt bei 90%, auch 50%, auch 20%, dann wird nochmal hier von den 90% wird nochmal 82,19% draufgelegt. Und dann derjenige, der diesen Tausch macht, zahlt viel mehr und bekommt weniger. Ne? Das ist halt eine coole Geschichte, ne? Weil wenn der Preis am Markt sich ändert, da kommt halt irgendjemand und wird versuchen, diesen Swap zu machen, weil das ist profitabel für ihn. Und vieles bleibt dann im Liquidity Pool. Und deswegen ist dieser Liquidity Protokoll ziemlich, ziemlich effizient im Vergleich zu dem, was aktuell jetzt auf dem Markt ist. Ja, wir haben noch Farming. Also man sieht hier Farming, hier der grüne Frosch.
Und die Icons von den Firmen oder Projekten, die da jetzt mitmachen. Anton hat auch so mit Michael so ein Smart Contract geschrieben, wo man diese LP-Tokens reinlegen kann. Und dafür bekommt man in bestimmten Zeitraum One-Inch-Tokens oder Tokens von anderen Firmen oder Projekten. Das hat den Sinn, dass zum Beispiel, wenn so ein Vespa-Token gestartet wird, am Anfang gibt es keine Liquidität auf dem Markt. Ja, und die Leute, die diesen Vespa-Token vielleicht irgendwo schon verdient haben oder erworben haben in so Private Sales oder sonst irgendwo oder einfach nur bekommen haben als Airdrop, dann könnt ihr hier diesen Token zusammen mit One-Inch-Token herbringen und in ein Liquidity-Protokoll legen und noch zusätzlich Tokens verdienen. Ja. Das ist halt super gut für die neuen Tokens, weil am Anfang sind die nicht liquide, da gibt es keine Liquidität. Und wenn jemand diesen Token kauft, dann hat man schlechten Preis. Aber wenn da genug Liquidität da ist, dann kaufen die Leute das nicht zum schlechten Preis, sondern einigermaßen guten Preis. Und das ist gut für den Token, weil der Preis ist halt immer steigend und nicht so. Ja, also doppelter Anreiz sozusagen für Liquidity Provider. Die kriegen Liquiditätsfees und die kriegen dann noch Farming-Fees, ja? Genau. Okay. Farming sieht man hier. Und was wichtig ist, bei dem Liquidity-Protokoll ist es sehr schwierig, einen Pump zu machen und sehr schwierig, einen Dump zu machen, weil bei jedem Pump und Dump wird mega viel Fees gezahlt. Zum Beispiel bei dem Vespa wurden in den ersten 24 Stunden wurden mal $1 Million an Fees verdient für Liquidity Providers. Diejenigen, die von Anfang an drin waren, die haben die goldene Nase verdient. Ja. Und ja gut, aktuell 3.000, das ist nicht so viel Volumen. Der Token ist halt nicht super, super verbreitet, würde ich mal behaupten. Die sind auch nicht gelistet auf zentralisierten Exchanges. Deswegen gibt es nicht so viel Volumen. Aber am Anfang gab es sehr, sehr viel Volumen. Da waren sehr, sehr viele Interessenten. Die wollten, das ist Vespa, ich glaube, das ist auch ein Governance-Token und die wollten da auch mitbestimmen. Also im Governance, deswegen haben die da alles gekauft. So, beim Farming hat man so Karten und man kann auch sehen, wie viel APY man bekommt. Hier bekommst du 66% APY. 117, 84, bei dem bekommst du 232, 174, 157. Und meine Bank gibt 0,01 minus. So. Ja. Es ist kein Financial Advice oder so. Jeder weiß, was zu tun ist. Ja, es ist halt, ja. Natürlich, das ist ein Risiko, ne? Wenn man nicht Stocken hier fällt, dann verliert man so ein bisschen von dem, was man reingelegt hat. Man hat dann ein bisschen Impairment los. Es wird dann mitigiert mit den zusätzlichen Fees, die da verdient werden. Es gibt unterschiedliche Programme. Das ist ein Ethereum Network. Es gibt noch eine Binance Smart Chain, das zeige ich auch. Es ist repliziert, was wir auf Ethereum hatten, wurde repliziert auf Binance Smart Chain und da ist auch eigene Welt, und aber der gleiche Token, der über eine Bridge hin und her geschoben wird. Man kann hier auch sehen, was schon beendet wurde. Sergej, ihr listet jetzt hier beim Farming nur die Paare mit One-Inch-Token, richtig? Oder auch noch andere? Es gibt hier auch andere. Es ist die Foundation, die gibt hier keine Tokens für Paare zu Ethereum, weil der Sinn und Zweck von dem One-Inch-Token hier im Liquidity-Protokoll ist, den als Connected-Token zu verwenden, weil viele Tokens sind ziemlich schwer. Also bei jedem Transfer von dem Token, zum Beispiel SNX-Token, den Synthetics-Token, zahlst du dich dumm und dämlich, weil die haben sowieso sehr viele Operations drin, ne? Bei dem Transfer. Die prüfen da irgendwas, schreiben was in den Storage und das kostet alles. Und der One-Inch-Token ist richtig lightweight. Da ist nur Transfer, mehr nicht. Ne? Und den verwenden wir hier fürs Routing als Connector-Token. Das heißt, wenn du zum Beispiel von Ethereum zu USDC springen möchtest, kann es sein, dass der Pathfinder-Algo dich über die zwei Pools hier schickt. Mhm. Über Ethereum, One-Inch, USDC.
Also du verkaufst erst dein Ethereum gegen 1-Inch und dann kaufst du USDC mit den 1-Inch, die du gerade im Hintergrund erhalten hast. Genau, in einer und derselben Transaktion, ja. Genau. Und Liquidity Provider haben Benefits davon. Jeder Trade gibt es viel. Und beide Pools verdienen. Beide Pools verdienen, ja. Ja. Und für dich als Tauschender hast du auch den Vorteil, weil du halt da die besten Kurse, die besten Preise kriegst und vor allen Dingen auch Liquidität. Genau, also Liquidität, bessere Liquidität ist gleich besserer Preis im Endeffekt. Richtig, ja. Oder Market, oder nah an dem Marketpreis, sagen wir so. Ja, weil das sind ja mathematische Formeln. Also im Liquidity-Protokoll haben wir auch Y multipliziert mit X ist eine Konstante. Zusätzlich mit den Price Impact Fee ist noch mit in die Formel eingebaut und diese andere Fee, den wir da haben, diese Fixed Fee, Swap Fee, der ist auch mit integriert. Warte noch mal kurz, können wir da vielleicht auch noch mal ein weiteres Tutorial irgendwann mal machen zum Farming? Kannst du da noch mehr sagen? Jetzt heute nicht, aber generell, hast du dich da auch mal ein bisschen mit beschäftigt, mit anderen? Wir können mal kurz Farming machen, das ist kein Problem, auf Binance Smart Chain, das ist super günstig und geht auch super schnell. Dazu müsste man einfach, ich hoffe, das funktioniert hier mit der Wallet für Binance Smart Chain. Ich muss mal kurz gucken, gib mir mal eine Sekunde. Wir müssen das mal kurz hier umschalten. So, Disconnect. Wir nehmen Binance Smart Chain. Okay, die ist noch nicht aktiviert. Soweit ich mitbekommen habe, die Leute hier fürs Frontend, die arbeiten da an einer World Connect Integration. Das ist aber kein Problem. Wir können auch MetaMask verwenden. Wir suchen hier mal, wir wählen aus Binance. MetaMask. Das Pop-up seht ihr nicht. Ich zeige das gerade hier nicht im Sharing. Ihr bekommt einfach eine Anfrage für MetaMask zum Verbinden von dem Netzwerk. Verbunden. Wo hattest du vorher draufgeklickt zum Connect und Disconnect? Zeig nochmal. Da oben rechts. Aha. Hier gibt es Disconnect. Ja, und, okay. Ja. So, und da verbindet sich die Wallet mit eurem Netzwerk. Ne? Da habe ich die Smart Contract Adresse oben rechts dann auch stehen, richtig? Die Wallet-Adresse. Rechts oben ist meine Wallet-Adresse. Ja. Ach, seine Wallet-Adresse, okay. Und die Adressen die Adressen auf der Binance, haben die gleiche Syntax wie bei Ethereum? Sind das auch Adressen? Ist genau dasselbe, ja. Das ist ja Kopie von. Also, sind das nicht sogar die gleichen Adressen? Also ist es nicht so, dass man die Ethereum-Adressen auch so nutzbar auf der Binance Smart Chain sind, oder irre ich mich da gerade? Du kannst einfach an dieselbe Wallet in den unterschiedlichen Chains verwenden. Okay. Genau, es ist die Module sind komischerweise nicht da, die müssten eigentlich da sein. Genau, weil das ist Limit Order, ne? Das ist deswegen. Okay. Genau, das ist immer ins Market Order und man sieht hier, dass da jetzt nur ein bisschen Dump gab es zum Vanish Token, weil der ganze Market mal kurz mal diesen da gemacht hat. das passiert öfters mal. So, jetzt können wir zum Beispiel Farming machen, BNB 1-Inch. Ich schmeiß mal 0,2 BNB, mache einen Swap zu 1-Inch. Transaktionskosten sind super günstig, also man kann hier sehen, 0,74 Dollar. Meiner Meinung nach ist das immer noch zu viel. Was wir machen können, wir können hier, sagen wir mal, 5 Gwei setzen. Es ist so, bei Binance Smart Chain, Standard ist 10 und nicht weniger bei den öffentlichen Nodes. Wir haben aber eine eigene Node von dem Team. Und da habe ich dann ein bisschen rumgehakt und dann habe ich diese Limitierung rausgenommen und es funktioniert auch mit einem Gwei. Es ist ein bisschen langsam, nicht alle Nodes, nicht alle Validatoren akzeptieren das, aber mit 5 funktioniert auf jeden Fall. Somit habe ich jetzt schon die Hälfte gespart, ne? Prinzipiell hier 37 Cent. Das ist ein Lifehack. Und wenn du zum Beispiel jetzt auch solche noch... Zahlen würde ich gerne mal wieder auf Ethereum, ey. wenn du jetzt Cheat-Token noch hast, ne? Jetzt können wir mal Cheat-Token kaufen. Dann kannst du noch ein bisschen was sparen. Ich mache jetzt mal einen Swap. Über die G-Token, das sind die Gas-Token, da werden wir auch noch mal reden.
Die helfen dir ja dann, die machen die Transaktion noch mal günstiger, ne? Ja. Ja, genau. Das bei den Gas-Tokens ist so, dass das wird jetzt aus Ethereum wieder rausgenommen, weil der Vitalik das uncool fand, dass wir das mal hier richtig. Ich hab, glaube ich, falsch geklickt. Eine Sekunde. Genau, der Vitalik fand das uncool, weil der wird sehr viel in den Storage geschrieben und später dann wieder freigegeben. Trotzdem ist halt extra Belastung für. Okay, müssen wir nochmal kurz probieren. So. Wir haben ja diesen Gas-Token. Es gab so einen GST2 von so einen Gas-Token von zwei Leuten aus New York. Einer ist ein Russe. Und die haben so ein Research gemacht. Und okay. Es sieht so aus, dass die fünf jetzt nicht durchgehen. Ja, es kann sein, dass da irgendwas. Dann mach halt mal 6. Ich mache mal 10. Ah, Ich ja, mache mal 10, ja. 10. Kaufe mir jetzt mal Cheat-Token. Eventuell habe ich noch ein paar Transaktionen in der Pipeline, die jetzt noch irgendwie hängen. Ich habe, glaube ich, da mal Cheat-Tokens mal meinen wollen. Die Cheat-Tokens kann man meinen, also minten. Das ist ziemlich einfach. Man geht auf einen Etherscan oder BSScan. Ah, genau, die Transaktion ist jetzt raus. Und da kann man so eine Funktion aufrufen, Mint, Anzahl übergeben und dann zahlt man halt mit BNB oder mit Ethereum dann für Transaktion. Dann bekommt man diesen Cheat-Token. Wir haben auf einem der Hackathons haben wir eine bessere Version von dem Gas-Token gemacht, von dem originalen GST2. Das ist ein bisschen effizienter und haben ein bisschen Rebranding gemacht. Cheat-Token, ist sowas wie Power, innere Power von einem Kämpfer. Und genau, das ist halt unsere Power hier. Jetzt haben wir Chi. Jetzt können wir noch One-Inch-Tokens kaufen. Jetzt muss man noch Chi-Token aktivieren. Da geht man auf die Einstellungen. Man klickt hier Aktiviert Chi. Ja, MetaMask ist super langsam. Nicht zu vergleichen mit dem hier. Und die verlangen ja auch noch zusätzliche Gebühren, ne? Hattest du mal erzählt. Ja, nur für die Swaps, also für die haben ja die Swaps auch mit integriert, also die verwenden die Schnittstelle auch von dem OneInch-Team, die API, die aggregierte Informationen liefert. Die verwenden auch ZeroX und ein paar andere und nehmen einfach die besten, die dann bessere Quotes liefern. Und nehmen natürlich Fees, ja, die verdienen sich dumm und dämlich. Also am Tag sind es ein paar hunderttausend. Ja, Das heißt, okay, Sie jetzt habe nehmen ich es. Gebühren auf eure kostenlose Dienstleistung. Genau, also genau, wir als Team bekommen nichts. Wir zahlen für die Server. Wir finden es aber trotzdem cool. Wir haben Investorengelder bekommen, deswegen reicht es uns jetzt. Wir müssen jetzt kein Geld verdienen. Ich habe auch genug One-Inch-Tokens. Später nach dem Unlock, somit schere ich mich um Scheiß. Hier, ich muss da kein Geld verdienen dabei. Ich mache coole Sachen und das ist cool. Die Leute, die verdienen ja, wenn ich jetzt über MetaMask kaufe, sind ja dann die Liquidity Provider bei euch zum Beispiel, ne? Also, oder? Also ich kaufe bei MetaMask was, die nutzen eure Schnittstelle und dann nutzen die ja dann auch euer Routing und wahrscheinlich eure Liquidität. Auch, ja, Ja. auch. So, jetzt weiß ich, was falsch war. Ich hatte falsche Node angegeben. Es war nicht die One-Inch-Team-Node, sondern es war Nicht die eine gehackte. öffentliche Node. Genau, das war die normale Node, die jetzt da jetzt nicht akzeptiert hatte. Wir können mal mit einem Gwei probieren. Meinung nach, es kann noch günstiger sein. Ne? Die haben es halt wirklich in den Validatoren reingehauen, dass da jetzt mindestens ein GW ist. Ja, am besten 10, weil die wollen ja was verdienen. Ne? Und es ist halt. Ja. Also ich mache jetzt einen Trade. Ich nehme jetzt 0,2 BNB. Das sind ungefähr $62. Und ich kaufe mir jetzt OneInch. Auch Machen wir das ungefähr jetzt mit dem 62 Cheat-Token? Dollar. Cheat-Token ist aktiviert. Man kann es hier Aktiviert. sehen. Ja. Cheat-Token ist auch gekauft. Auch im Wallet. Der muss im Wallet sein. Und es muss aktiviert sein. Und jetzt bei dem Trade wird mein Cheat-Token, meine Cheat-Tokens transferiert von meiner Wallet und verbrannt.
Und jetzt machen wir einen Trade. Ich 5 zahle Cent. hier nur 5 Cent. Also jetzt muss ich mal überlegen, ne? Anstatt irgendwie 70 Cent zahle ich jetzt nur 5 Cent, nur weil ich jetzt hier rumgehakt habe. So, jetzt machen wir die Transaktion. Es kann sein, dass die Transaktion ein bisschen dauert, aber meistens geht es durch. Sagt der CZ da nichts dagegen, dass du da hier ihm Ach. sein System kaputt hackst, ja? Also ehrlich gesagt, ich habe noch nie mit CC direkt gesprochen, nur über die Zwischenleute bei Binance. Ich habe aber den höheren Manager mal erzählt gehabt, auf einen der Calls, meinte, ja Jungs, ich hab da mal ein bisschen was auseinandergenommen und jetzt schicke ich Transaktionen mit einem Gray. Die meinte, boah, wie geht das? Wussten die gar nicht. Schön. Ja. Also die Transaktion ist gerade hier unterwegs. Man kann hier auf BS Scan sich angucken. Jetzt habe ich einen Hänger hier. Ja. Ich brauche, glaube ich, einen neuen MacBook. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Jetzt, So. wir haben da unten noch, du hast die beiden Slider da, Maximum Return. Während das werden wir auf die Transaktion warten, können wir ja kurz mal darüber reden. Maximum Return und Lowest Gas Cost wird jetzt wahrscheinlich bei den Gaspreisen nichts mehr, also bei 5 Cent jetzt nicht mehr viel machen, aber für die Ethereum-Chain ist das bestimmt wichtig, oder? Genau, bei Ethereum sind wir irgendwo bei 300, ne? Und gut, vielleicht muss man 3000 machen, wenn es teurer wird. Vielleicht so, ne? Man kann locker irgendwie bei, sag mal, mach mal USDT vielleicht. Ich glaube, das ist eher liquide. Ja, wir müssen kurz zu Ethereum wechseln, dann ist es besser zum zeigen. Solange es hier noch quasi ein Prozess ist, dann machen wir mal hier Switch zu Ethereum. Die Meldung kommt, weil ich MetaMask das Netz nicht gewechselt habe. Können wir mal kurz das machen. Man kann also sich auch disconnecten, während die Transaktion sozusagen wartet, verifiziert zu werden, denn die ist ja sowieso schon von der Wallet losgeschickt. Die schon raus in die Wildnis, ja. So, jetzt sind wir wieder hier auf Ethereum und jetzt sagen wir mal, wir haben hier so eine Route. Können wir das auch ein bisschen perverser machen. So, drei unterschiedliche Paths, unterschiedliche Markets. Hier über BNB, über WTH und über USDC zu DAI. Und es kostet halt irgendwie $1.395 ungefähr. Und wir haben Price Slippage von 24% ungefähr. Es gibt aber Leute, die sagen, oh, das ist mir ja zu teuer. Und dann klicken die da drauf und dann, okay, jetzt zahle ich weniger, jetzt zahle ich nur $1.000. Nee, falsch, $63. Anstatt irgendwie, was hatten wir davor? 1.300. Aber ich bekomme weniger. Ich habe einen Price Slippage von 25%. Also wir wollten das einfach den Leuten anbieten. Also natürlich swappen die Leute irgendwie nur sowas zum Beispiel. Ne? Und dann haben die halt so eine Route. Und dann bei Maximal Return gibt es immer noch die Route, weil das die beste ist. Man kann zum Beispiel bei KNC nehmen, das was nicht super liquide ist. Allerdings, vielleicht Xerox, irgendwas nicht super liquide. Genau, hier vielleicht und bei Lower Gas Costs müsste das machen, genau. Hier zum Beispiel, da gibt es einen Split, ne? Der kostet Geld, der kostet Transaction Geld. Also da kann man hier ein bisschen sparen. Man hat hier 9545 und wenn man, genau, und man bekommt 40 Tokens mehr, weniger, ne? Also 9545 gegen 9503, man zahlt halt weniger an Gas, $75 anstatt $132. Man bekommt aber weniger Tokens auch. Das sind ja fast 80 Euro weniger, $80 weniger Token, wenn ich das da so oben sehe. Genau. Also das lohnt sich, also, ja. Sind 45 Tokens. Was sind 45 Tokens wert? Lass mal kurz schauen. Sind $90, ja.
Pathfinder guckt nach den Kosten und gibt normalerweise schon gute Paths. Wir optimieren das immer noch, weil gibt es noch diese EVM-Geschichten, wo man ein bisschen noch mehr zahlt, ein bisschen weniger zahlt und man bekommt noch einen Refund. Wir haben das aber ungefähr so eingeschaukelt, dass es dann auch einigermaßen funktioniert mit dem Routing. Wir haben hier auch andere Charts, das wollte ich noch sagen. Hier, du kannst auch andere Charts nehmen. Das sind diese Kerzen, die man kennt, ne? Wie tief da mal runtergegangen ist. Hier 5 Minuten kann man auch wählen. Japanese Candlesticks. Ja. Wir können mal gerne jetzt zum Binance Smart Chain wieder wechseln und dann gehen wir mal kurz farmen. Ich glaube, in ein paar Jahren gibt es einen eigenen Beruf. Was arbeite ich denn eigentlich? Ich bin ein Farmer. Ja. Pharma- und So. Liquiditätsprovider sozusagen, ne? Genau, ich bin ein Ganz harter Job dann Diggen. Ich bin ein wahrscheinlich. Diggen, ja. Ja, das ist ja, das leider ist es immer noch in der Pipeline. Sieht so aus, keinen der Validatoren will es für einen wie meinen. Leider. Wir können das mal ändern. Wir machen Speedup auf 5. Kann ich euch mal Bei zeigen, was hat Fast sich. hat es dir gerade 0 angezeigt, das war gut. Fast null. Wär cool, ja. Wäre aber zu teuer, glaube ich, für die Leute, die eben die Validatoren fahren. So, jetzt bald. Wir können so lange mal hier auf Dauer gehen. Wir haben auch eine Schnittstelle für beide Netze. Kann jeder verwenden, überall integrieren. Jede Bank kann es auch integrieren. Weil das ist einfach nur Aggregierungsinformationsservice, was da geliefert wird. Und die Bank kann zum Beispiel dann selber die Transaktion machen und auch validieren. Anhand von dem Call Data kann man validieren, was passiert da. Und ja, quasi, das wäre eventuell die Zukunft, dass die Banken dann DeFi verwenden. Geh mal zu Pools und lass Und mal die nochmal Binance kurz. Smart Chain hat ihre ganz eigene DAO mit ihren ganz eigenen Zahlen, wo halt die Leute auch mit abstimmen können. Die hat ist unabhängig sozusagen von der Ethereum-Blockchain, ne? Genau. Ich mache mir jetzt mal ein Cancel von der Transaktion. Ich glaube, ja. Oh, die ist durch. Ah, sehr schön, sehr schön. Ich wollte die canceln, aber die ist schon durch. Das müsste eigentlich auch hier mal abgedeckt werden. Genau, bei der DAO ist es genauso wie in Ethereum. Ich kann meine 14 Ethereum hier staken. 14 One-Inch. Er muss wiederum Approve machen und hier wieder Transaktion abschicken. Das mache ich jetzt nicht, das habe ich jetzt schon gezeigt. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt Liquidität zur Verfügung stellen. Und oh, das ist so langsam mit MetaMask, das ist unglaublich. Ich verstehe nicht, warum gibt es kein Team, was MetaMask besser gemacht hat. Ich würde es gerne machen, aber ich habe keine Zeit dafür. So, wir haben hier 1-Inch BNB Pool, da läuft was. 7000 Dollar wurde verdient in den letzten 24 Stunden, 1 Million Dollar an Volumen gewesen. Jetzt kann ich hier auf Provide Liquidity klicken. Ich muss hier wieder einen Approve geben, weil wieder eine Interaktion mit einem Smart Contract. Diese 50-50 ist fest, ne? Ich habe das nur bei Dodo gesehen letztens. Die bieten das ja mit ihrem neuen Market Maker an, dass man das irgendwie auch, man muss immer 50-50 das Paar zur Verfügung stellen. Plant ihr was in die Richtung? Also dass wenn ich jetzt nur BNB oder nur One Inch habe, dass ich trotzdem Liquidität zur Verfügung stellen muss oder bleibt das dabei? Also das hängt davon ab, was du willst. Ne? Also Uniswap V3 erlaubt es, ne? Prinzipiell, dass du in einem bestimmten Token bringst, dann hast du wieder ein Permanent Loss, dann kommt ein Arbitrage-Trader und nimmt dein Mehrwert, was du da reingelegt hast, zu einem bestimmten Preis. Bei Binance, also ich kenne die Binance-Jungs persönlich, ne? Also ich habe die mal, also wir arbeiten mit denen schon wirklich lange von Anfang an. Wir haben sogar auf dem Hackathon zurück in 2019, wir haben sogar dann Fehler bei denen gefunden im Smart Contract. Wir Binance oder mussten Dodo? dann nicht Binance,
BNB, BNB ist von so. Banker, ja. BNC, ja. Bei dem Banker-System ist das so, ne? Die haben da auch ein bisschen experimentiert und so weiter und so fort. Und was die gemacht haben, die haben ja diese Pools gemacht, die einen oder einen anderen Token quasi erlauben, reinzulegen. Und die kompensieren diesen Impermanent Loss mit dem eigenen Token, den sie selber printen, erstellen. Das macht keinen Sinn. Ne? Also ja. Geld kommt nicht von irgendwo. Es muss einfach, nein, nach unserer Meinung nach, muss mathematisch alles korrekt sein und wirtschaftlich alles korrekt sein, damit die Leute hier nicht die Arschkarte ziehen. So, wir machen hier, wir providen hier Liquidität und legen zusammen $125 rein. Die Transaktion wird nicht super viel kosten. Wir machen jetzt hier 5. Das heißt, du machst jetzt eine Transaktion, indem du 2 Token gleichzeitig transferierst, ne? Ich rufe einfach eine Funktion auf im Smart Contract. Diese Funktion transferiert dann einen Token von mir, den BNB schicke ich mit, weil den BNB kann man nicht direkt transferieren, ohne den zu wrappen. So, die Transaktion ist jetzt unterwegs. Ich wollte noch die andere Transaktion zeigen, die ich gemacht habe mit Chi-Token. Das war hier der Router. Man sieht hier Self-Destruct. Und man sieht, dass 6 Chi-Tokens verbrannt wurden. Und man sieht, dass ich hier einen richtigen coolen Rabatt bekommen habe. Ich habe 43% Rabatt bekommen ungefähr. Und der Rest war so ein bisschen Buffer, was wir drauflegen, damit die Transaktion nicht schief geht. Weil es hängt davon ab, wie die Zustände so sind. Und manchmal muss man so ein bisschen was drauflegen auf den Gaslimit, was man von den Nodes bekommt. Ja, und man sieht, dass ich hier BNB zu OneInch getauscht habe. Easy. So, die Transaktion ist durch. Jetzt können wir mal kurz nochmal draufklicken, angucken. Jetzt habe ich hier diese Tokens bekommen. Das ist eine Liquidity Pool Token. Das ist meine Position in dem Pool. Die ist dafür da, damit ich rausgehe und die Liquidität wieder rausnehme, dass der Pool weiß, wie viele Anteile ich in dem Pool habe. Das ist wie mit den Shares in dem Pool. Und ich habe hier 5 Gray Transaktionen gemacht und nur 31 Cent gezahlt. So. Dieser Token ist aber quasi wie so ein NFT, ne? Nee, das ist kein NFT, das ist ein ERC20. Das ist ein ganz normaler ERC20-Token, den kannst du transferieren, den kannst du verkaufen. Du kannst den auch in einen Liquidity-Pool reinstecken mit irgendwas anderem, wenn du willst. Zu 11 gehen, man kann mittlerweile zu 11 gehen und den als Kollateral, als Pfand weggeben, ne? Wenn das irgendjemand unterstützen würde. Aktuell versuchen wir hier mit der Community von Aave und von MakerDAO und Compound zu sprechen. Bei Compound ist schwierig, weil die ganzen Devs quasi einen Exit gemacht haben. Ach so. Ja, die haben das alles auf die Community abgewälzt und machen jetzt irgendwie eine Blockchain oder so aus Spaß. Die Tokens sind doch alle frei, also die sind unlocked alle. Und gleich von Anfang an gewesen. Und jetzt ist es total schwierig, was Neues da reinzubekommen. Bei Compound ist nichts passiert in letzter Zeit, wenn ihr jetzt nicht gemerkt habt. Da passiert eigentlich gar nichts. Okay. Und und bei Aave gibt es so Diskussionen, die haben da so noch ein bisschen Schmerz wegen der Foundation. Aber es wird irgendwann zu der DAO kommen, zu der richtigen DAO mit richtigen Ausführungen, Code-Ausführungen auf der Blockchain, basierend auf den Proposals. Wir haben $125 drin. Jetzt können wir hier reingehen und wir können mitbestimmen mit unserer Gewichtung. Bei Binance Smart Chain haben wir jetzt mehr wie 100% bei dem Price Impact Fee. Das ist auch cool. Ist blöd, dass die auf 200 gestellt haben. Das ist nicht super optimal. Die Key-Period ist 1 Minute. Es kann nicht weniger wie 10 Sekunden sein. Leider. Der Plan war eigentlich weniger zu haben, müssen wir mit Kollegen sprechen. Vielleicht haben die das im Frontend nicht abgedatet. Ja, das kann sein. Ja, wie was bedeutet? Das ist auch ein bisschen chaotisch manchmal. Es sind halt irgendwelche Leute weltweit verstreut und die muss man noch zusammenbringen und noch mit denen kommunizieren. Ja.
Sergi, was bedeutet das DK, die Decay-Zeit? Decay-Zeit, das ist diese Spread-Zeit. Wenn das Spread sich wieder zusammenzieht, das ist die Zeit, wo er sich zusammenzieht. Das ist quasi, wie lange die Auktion in die andere Richtung nach dem Trade stattfindet. Und der Preis dann in Zeit besser wird für die Arbitrage-Trader, damit die dann in die andere Richtung zu einem schlechteren Preis tauschen, damit Pool dran verdient. Das ist ja wie so, ne? Ist ja wie beim Verkäufer, ne? Da steht einer und sagt, okay, ich verkaufe jetzt Eier, ja? Dann dafür bekommt er aber irgendwie Steine, ja? Also, keine Ahnung, Edelsteine. So, und jetzt hat er Edelsteine, er will aber Eier haben. Jetzt versucht er, die Edelsteine teurer zu verkaufen, wie er die bekommen hat und will dafür Eier bekommen. Und genauso funktioniert ein Ultimate Market Maker. Er versucht quasi eine Balance zu finden, dass er halt genug Steine hat. Also so, ne? Wenn das 50-50 ist, dann muss eine Hälfte der anderen Hälfte im Wert gleich sein, damit es balanciert ist. So, jetzt können wir hier zur Farming kommen und wir können sagen, okay, jetzt will ich Deposit machen von den LP-Tokens, die ich jetzt habe. Und ich sehe hier, dass ich, wenn ich jetzt einen Monat drin sitze, dass ich ganze $5 verdiene. Das ist bei 125 Reihen gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, kostenlos Geld. Ja. Die Farming Programs, die werden von der Foundation eingeleitet also technisch macht Michael zum Beispiel die Contracts, die deployen aus Russland. Und die Foundation macht die Transaktion von den Tokens und macht so einen Aufruf von der Funktion, damit es gestartet wird. Und dann läuft das irgendwie im Monat, eventuell 6 Monate, je nachdem, da gibt es unterschiedliche Programme. So, die Transaktion habe ich, glaube ich, abgeschickt. Lass mal kurz schauen. EtherMask ist super langsam. Ja, sieht so aus. Jetzt können wir nochmal hier auswählen. Dann können wir Deposit machen. Wenn ich jetzt ein Jahr lang sitzen würde, dann würde ich ganze $70 verdienen, wenn so ein Programm ein Jahr lang laufen würde. Zusätzlich zu dem würde ich noch bei den Trades verdienen. Ja, das ist auch noch. So, jetzt mache ich das. Also es ist wirklich kostenloses Geld on top zu den Transaktionsgebühren, die man sowieso ja schon kriegt, zu den 0,5%, die da eingestellt sind. Ne? Genau. Jetzt schicke ich mal die Transaktion ab. So, die Transaktion ist durch und machen wir kurz Refresh. Eigentlich muss ich selber refreshen. Beschleunigen wir das Ganze. Wie kriegst du dann mit, wo du was drin hast mit der Zeit, wenn du dann, weiß ich, 50 Farming-Projekte machst? Verliert man doch irgendwann eine Übersicht. Muss halt rechtzeitig rausgehen, ja. Du hast halt hier alles auf der Seite, alle Programme. Es gibt Dinge wie Coinly. Ich glaube, letztes Mal habe ich auch davon mal erzählt. Ja. Da kannst du alle deine Positionen tracken. Ich glaube, die haben auch One-Inch-Support. Ich bin nicht sicher, ob die alles haben. Ich habe die, glaube ich, mal letztens angeschrieben, weil ich selber dort bin. Muss ja meine Steuererklärung bald abgeben und muss mal nachweisen, was da passiert ist. Und die verstehen auch, dass ich was bei Compound abgelegt habe. Ich habe meine 5-10% verdient gehabt über ein paar Monate, habe wieder rausgeholt. Das ist mein Gewinn, das muss ich jetzt versteuern zu meinem persönlichen Steuersatz. Das ja, ist cool. Genau, jetzt habe ich eine Position hier. Man hat hier Start und End Date. Ne? Es endet am 22. April. Bis 22. April verdiene ich dann vielleicht $3 von meinen eingelegten 125. Plus dazu verdiene ich wahrscheinlich noch was an den Trades. Es kann sein, dass wenn der One-Inch-Token fällt vom Preis und der BNB fällt, dann habe ich weniger in US-Dollar, weil das sind ja Krypto-Tokens, die sind gar nicht zum US-Dollar gebunden. Aber wenn BNB steigt, vielleicht steigt noch One-Inch, dann habe ich eventuell keine 25, dann habe ich vielleicht 200. Kann alles passieren in Krypto. Oder ich kann 90% verlieren, wie in 2018. Ich kann jetzt Exit machen. Dann bekomme ich das, was ich da jetzt verdient habe, plus das, was ich eingelegt habe. Ich kann Claim machen, dann bekomme ich nur das, was ich verdient habe.
Und Withdraw, das, was ich eingelegt habe, kann ich dann rausnehmen und das, was ich verdient habe, drin lassen. Ich weiß, das ist zu kompliziert, glaube ich, für normalen User. Es wird noch optimiert. Warte mal, was bei dem Claim, wird das dann reinvestiert oder kriegst du es raus? Ich krieg's raus. Also du Kriegst kannst nicht raus. reinvestieren Also hier. quasi Auszahlung des Gewinns. Genau, das werde ich jetzt machen. Wir waren jetzt hier ein paar Minuten drin. Jetzt mache ich einen Claim. Ich hoffe, ich habe was verdient. Und wenn der 22. April abgelaufen ist, das Enddatum, dann macht es automatisch für alle User, die drin sind im Pool, den Exit oder muss man den dann selbstständig noch machen? Du musst selbstständig machen, weil keiner zahlt für dich die Transaktionsgebühren. Ich Ja. auch nicht. So, jetzt können wir mal schauen, was passiert ist. Wow, ich habe was verdient. Nicht Ich habe schlecht. 0,00008460048 One Inch Tokens bekommen. Ja. Du, und was hast du an Gebühren bezahlt für die beiden Transaktionen? Also für diese Transaktion habe ich 28 Cent bezahlt. Das war jetzt nicht profitabel, einen Claim zu machen. Und für die andere wahrscheinlich auch so ungefähr. Ja, das ist eigentlich. Wir haben noch Hub Center. Da könnt ihr auf Hub Center gehen. Da könnt ihr suchen. Keine Ahnung. Farming. So, und da gibt es so ein paar Artikel, die von den unterschiedlichen Leuten hier geschrieben sind. Zum Beispiel von Alexei, der kommt aus Russland. Ist voll cool in der Community mit dabei, bekommt auch was von Foundation, soweit ich weiß. Und er schreibt immer so Artikel hier. Wie tut man Liquidität zur Verfügung stellen? Wie macht man Farming? Also das, was ich jetzt erzählt habe, kriegt man in Help Center. Es gibt auch einen Support, man kann hier drauf gehen. Und dann da kann man hier zum Beispiel die Natalia anschreiben. So, sie spricht Englisch und Russisch. So, jetzt mal Das ist gucken. sozusagen ein Chat-Support. Die Natalia, die sitzt da und beantwortet, wenn sie auf Arbeit ist, Es ist die Anfrage. ein Pool von Menschen. Wie ich schon gesagt habe, manche bekommen auch Grants von der Foundation einfach. Ein paar Leute sind aus dem One-Inch-Team. Wir versuchen aber so Community-Mitglieder zu finden, so Ambassadors und die Leute, die da. Die werden halt onboarded, die bekommen halt alles mit, ne, was die da jetzt erzählen können. Ich kann mal kurz auf Russisch schreiben. Ich übersetze mal, das ist Sergej und ich weiter. Du bist irgendwo, das kann ich nicht lesen, war zu klein die Buchstaben. Ich bin auf einer Präsentation von One Ach Inch. so, na Präsentatio, One Inch. Das Lustige immer bei den Russischen ist immer, dass sie bestimmte Namen in lateinischen Buchstaben schreiben. Das heißt, sie sind immer dann Perfektionäre zwischen Umschalten von zwei Tastaturen und Zeichensätzen. Ja, also ich hab hier ganz normale deutsche Tastatur. Also, wenn man hier sehen. Nee, kann man nicht Kann sehen. man Ja, nicht so. jetzt Ja, so. lernen? Es ist komplett eine deutsche Tastatur und ich habe mir einfach eingeprägt, wo die russischen Buchstaben sind. Das habe ich mal gebracht. Ja, ich habe gefragt, ob jemand hier am Leben ist. Es sieht so aus, dass die ein bisschen busy sind. Du kannst aber E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommst du per E-Mail dann die Antwort. Manchmal sind die super verfügbar, manchmal, keine Ahnung, manchmal sind die nicht so super verfügbar. Dann kriegen die halt weniger von der Foundation, was weiß ich. Ich hab's nicht zu abzurechnen. Genau. Dann haben wir noch Forum, Governance Forum. Habt ihr eine Idee? Ihr geht da rein. Wollt ihr da mitmachen? Gerne, dann könnt ihr so eine Art bei der One-Inch da, könnt ihr dann ein Proposal machen. Irgendwie Referral Staking. Da schreibt jemand was, da antwortet jemand was. Da suchen wir noch nach mehr Leuten, die da noch ein bisschen mitmischen können und dann einfach ein bisschen pflegen können, das Ganze. Das wird so ein bisschen diskutiert und basierend auf den Diskussionen potenziell wird einer der Contributor dann entweder One Inch Team, vielleicht jemand anders, was implementieren und dann für die Integration der Foundation dann vorlegen. Zum Beispiel ein neues Liquidity Limitora Protokoll, zum Beispiel, was gerade von dem Anton entwickelt wird.
oder eigentlich durch ist. Das muss dann auch mit hier eingetragen werden. Das wird dann über ein paar Runden gedreht hier bei der Foundation, dass das hier mit eingenommen wird. Da müssen wir gewährleistet sein, dass die Audits gemacht sind, dass die Reviews gemacht sind von den Core Contributors. Eigentlich, das ist jetzt auch Anton und Michael. Ich müsste wahrscheinlich nur drüber gucken. Und wenn das alles passt, dann kann das integriert werden. Ja. Habt ihr ja, das aktuelle Liquiditätsprotokoll, ist das irgendwo erklärt? Du warst vorhin bei Hub oder bei Block oder bei der, wo ist denn das? Erklärt. Ah, bei Help. Ja, bei Help war es, okay. Ja. Da müssen wir mal schauen. Ehrlich gesagt, ich habe da jetzt nie reingeguckt. Ja, du kriegst ja die Informationen immer von Anfang an mit. Ja, ich bekomme die Diskussion mit und ich darf meine Meinung dazu sagen. Ob es dann wirklich so implementiert wird, das ist dann eine andere Frage. Okay, what is Liquidity Pool? What is Liquidity Pool? Ja, und dann wird es erklärt. Warte mal, da gibt es auch Liquidity. Genau, das Protokoll. Du kannst auch von Uniswap migrieren, da gibt es auch so ein Tool. Du kannst einfach swappen, wenn du Pool Tokens hast. Es gibt ein White Paper von einem ersten White Paper, was wir im Sommer geschrieben haben, für wie dieses mit dem Decay Period funktioniert. Das findet man, glaube ich, noch beim Uniswap. Das war so ein Joke, was wir gemacht haben. Über eine Woche lang gecodet und dann eine Woche lang auf Audit gewartet und dann war es released. Das UI wurde von Uniswap UI geforkt und ein bisschen angepasst. Wir wollten mal sehen, was damit passiert, und da war ziemlich viel Liquidität drin, und dann haben wir gesehen, dass es eigentlich den Erwartungen jetzt auch entsprochen hat. Da gibt es so ein White Paper. Ich muss mal mit Anton sprechen, dass die mal einen anderen White Paper, also einen aktuellen, rausbringen. Also man sieht hier Anton Bukow, Michael Melnik, die das entwickelt haben. Ich habe da mit Ideen beigesteuert und später dann dieses Price Impact Fee durchgepusht mit sehr vielen Argumenten. Und das hat das beigesteuert, dass es so effizient ist. Man sieht hier, ein mathematisches Modell gibt es hier, wie das funktioniert mit den Trades, mit den Arbitrage-Swaps. Sehr komplex, viel Mathematik hier. Ja, die Performance hier, wenn man sich mal anguckt, sind halt so Simulationen, dass bei den Pools hier, da ETH, dass Uniswap eigentlich viel mehr verdient wie Uniswap. Viel mehr. Es ist ja diese Linie hier. One-inch Liquidity Protocol inzwischen, und das ist Uniswap. Ja, aber du brauchst Liquidität. Dazu gibt es diese Farming-Programme, damit mehr Liquidität da ist, damit das Protokoll effizient arbeitet. Prinzipiell alles. Jeder kann so einen Pool erstellen. Das ist kein Problem. Man kann auch so einen eigenen Custom-Token hinzufügen, und dann, wenn der Token hier nicht gelistet ist, dann kann man hier einfach auf Plus gehen und dann kann man den Token hinzufügen. Gibt es natürlich so eine Warning. Und die Liste von den Custom-Tokens, die man hinzugefügt hat, findet man hier bei den Custom-Tokens. Ich habe da einige bei Ethereum. Müssen wir kurz einen Switch machen. Und dann sollte ich den Custom-Token mit am besten 1-inch mit reinpacken, oder? Also ich muss ja, wenn wie, ich... Wie du willst, wie du willst, du kannst auch zu Ethereum, du kannst zu USDC, zu USDT, was auch immer. Ich habe hier drei Custom-Tokens, ich kann auch entfernen, ich kann wieder hinzufügen und... Ja, all die Liquidity Sources sind integriert und gewährleisten, dass der User quasi Zugang hat zu der größten Liquidität auf dem Markt, der dezentralisierten Finanzen. Man kann hier auch direkt ins Compound werfen. Ne? Also zum Beispiel, ich kann zu CTA, ja, vielleicht CUSDC, da bekommen wir, glaube ich, gerade ungefähr 7%. Und dann kann ich hier direkt einen Swap machen. Ne? Was passiert? Da wird ETH zu
zu WETH gewandelt und dann wird es im Balancer Pool geswappt. Weil der Balancer Pool ist nicht balanciert und da gibt es jetzt gerade so Arbitrage Opportunity, sagt man. Und bei anderen Geschichten hier, man kann hier zum Beispiel ein bisschen mehr nehmen. Hier ist auch eine coole Geschichte hier. Man geht in den Curve Pool, wo CUSDC rumliegen. Und das ist auch ziemlich cool. Ne? Also normalerweise müsste man dann zu Compound gehen, wenn wir jetzt irgendwie viel mehr nehmen. Da geht es zu Compound, da wird zu USDC gewandelt und dann in Compound direkt dann reingelegt. Ja, das ist. Erklär mal kurz noch, was Compound ist für die, die es nicht kennen. Compound ist eine Compound Finance. Compound ist eine Lending Plattform, wo man so wie ein Fundhaus, was hinterlegen kann und was ausleihen kann. Man kann nur hinterlegen und dann auch ein bisschen was dran verdienen. So eine Jahreszins. Ich hatte zum Beispiel ein bisschen USDC, was ich da jetzt hinterlegt habe bei Compound. Ich verdiene ihren Token beim Lining. Abhängig, wie viel ihr da habt, bekommt ihr dann ein bisschen was. Und dann bekommt ihr noch den Jahreszins. Also hier zum Beispiel bei USDC, wenn du Lining machst, dann bekommst du 7,75% Jahreszins. Das ist halt mega. Ne? Irgendwie nimm 100 Millionen Euro oder Dollar Kredit bei der Europäischen Bank und legt die da mal ab, dann fällt natürlich die APY runter. Ne? Bei 100 Millionen wird es wahrscheinlich um die 2% liegen, je nachdem, wie viel ausgeliehen ist. Ausgeliehen, hier steht es leider nicht, da ist noch 422 Millionen Dollar da zum Ausleihen. Also je mehr hier ausgeliehen wird, desto mehr bekommst du als derjenige, der den Token hergebracht hast. Auch so eine mathematische Formel da drin. Das ist auch eine coole Geschichte. Es gibt auch Aave, die machen das Gleiche, nur mit viel mehr Tokens. Man kann Hebelpositionen hier damit bauen. Was du machst, du bringst zum Beispiel Ethereum, lässt die USDC aus, machst einen Swap von USDC zu Ethereum, legst sie wieder hier ab, dann lässt die wieder USDC aus und so weiter und so fort. Du kannst bis zu 85, 75, je nach Token, kannst du hier ausleihen von dem, was du reingelegt hast. Das hat den Hintergrund, dass die Position dann rechtzeitig liquidiert werden soll, sollte der Wert von deinem Collateral, das, was du gebracht hast, fallen, wird es halt verkauft am Markt. Ja, das ich kann mal noch eine Session machen und über die ganzen DeFi-Protokolls mal sprechen und erklären, wie das alles funktioniert. Das Tolle dabei ist, es funktioniert ohne Middlemen. Du interagierst direkt mit den Protokolls hier, genauso wie mit OneInch. Okay, klingt, also von der Bedienung her, viel Neues gesehen. Der Feind ist mit DAO und dass man als Liquiditätsprovider bei euch auch mit abstimmen kann über die Zinsen, die es bei jedem Trade gibt. Das habe ich so bei Uniswap auch noch nicht gesehen. Die haben es nicht. Die haben dieses blödes Ding, dieses super Advanced Governance. Da muss man zuerst irgendwie die, wie sagt man, 11 Runden in der Höhle drehen, damit man überhaupt zum Proposal kommt. Und so ein Proposal wird wahrscheinlich eher abgelehnt, weil keiner Bock drauf hat. Und diejenigen, die da mitbestimmen, das Team sagt, die haben zwar die Tokens, die stimmen aber nicht mit, aber die delegieren die an die richtigen Leute. Ja? Und die richtigen Leute sind auch die Investoren. Ne? Und wenn die da irgendwie keinen Bock drauf haben, dann wird es auch nicht angenommen. Ja. Und deswegen haben wir auch nicht mit dem System gestartet. Wir haben jetzt dieses Instance Governance eingeführt, weil ein Jahr in DeFi, 10 Jahre in den traditionellen Finanzen und es muss schnell gehen, ja, und es muss auch sicher gehen, ja, und dass da keine manipuliert. Und später kommt noch dieses Advanced DAO-Ding, zwischendurch ist die Foundation da, damit die unabhängig hier agiert mit Non-Profit-Organisation und Token verteilen. Je mehr Token verteilt ist, desto besser ist für das System. Und eigentlich ist geplant für nächstes Jahr dieses Advanced Governance-System, damit in dem ersten Jahr so viele Tokens wie möglich verteilt werden, damit so viel wie möglich Menschen diesen Token halten und dann auch mitmachen können. Das nicht zu zentralisiert ist wieder, ne? Genau, es soll ja ein dezentralisiertes Netzwerk sein und du kannst die Dezentralisierung nur dann erreichen, wenn genug Leute das Geld bekommen haben. Ja.
Ich habe was Interessantes gesehen, wo irgendwie in Deutschland mal eine neue Währung eingeführt wurde. Dann, ich glaube, es war, glaube ich, DDR, wo DDR aufgelöst wurde. Dann haben die ganzen Leute dort in DDR die deutsche Mark bekommen. Also sehr viele haben es einfach so bekommen. Ja? Und dann standen die so in Schlangen und oder was war mal früher? Eventuell vor dem Ersten Weltkrieg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja? Auf jeden Fall, es gab eine Geldverteilung. Das fand ich interessant. Und genau den gleichen Approach hat die Foundation auch gemacht, ne? Dass da am Anfang der Token verteilt wurde, kostenlos an die Leute, die da jetzt schon was mit OneInch gemacht haben. Und dann später an die Leute, die mit OneInch nichts zu tun hatten, aber haben nur Uniswap verwendet und nichts anderes mehr und nichts anderes wussten. Ne? Quasi diesen da gemacht haben und diesen Tunnelblick. Und die haben dann kostenlos den Token bekommen. Und One-Inch-Token ist genau One-Inch-Token wert, ja, und nicht mehr und nicht weniger und keinem Dollar oder so. Meiner Meinung nach, und so sieht auch die Foundation das, glaube ich, dass es können ja irgendwie 80 Millionen Dollar verteilt werden und der Preis ist nicht eingebrochen, irgendwie. Ne? Das hat die Community dann irgendwie Sorgen gemacht: Oh, da wird jetzt wieder Tokens verteilt und. Es war genauso bei Uniswap. Ne? Keiner wollte mehr Tokens verteilen dort. Und da gab es sogar Abstimmungen, mehr Tokens zu verteilen. Und dann hat keiner da mitgestimmt, weil die haben alle Angst gehabt, dass der Preis irgendwie fällt. Für mich ist der Preis scheißegal. Ne? Ich habe hier genug Geld von den Investoren bekommen. Ich kann hier locker noch 20 Jahre arbeiten, glaube ich, mit dem Geld. Ich muss hier kein Lambo fahren. Ich will einfach nur coole Sachen entwickeln. Und ja, und da wurden irgendwie 80, bei der letzten Verteilung wurden über 80 Millionen Dollar im Wert von One-Inch-Token verteilt und ja, nichts ist passiert am Markt, ne? Also nichts ist eingebrochen und mir ist es prinzipiell auch egal. Vielleicht, Sergej, das war, was du meintest, war die Einführung der D-Mark 1948. Da hat jeder 40 Mark bekommen. Und da Ja, standen dann die genau. Schlangen. Genau, So, und genau. die DDR-Mark wurde ein Teil 1 zu 1 und der Rest, glaube ich, 1 zu 5 oder so, getauscht. Aber das, was du angesprochen hast, der Hintergrund bei Geld, Geld, damit es als Geld genutzt werden kann, braucht halt eine gewisse Verbreitung. Das Genau. heißt, wenn wir beide uns irgendwelche super tollen Steine ausdenken, weil wir die irgendwo bei uns im Garten gefunden haben und die nur dort sind, sind die nicht automatisch wertvoll, sondern das müssen eine bestimmte Anzahl von Leuten müssen die auch toll finden, vielleicht ein bisschen was schon haben und noch mehr haben wollen. Und dann entsteht da auch eine größere Nachfrage. Und das ist ja Genau. auch der Sinn von den Airdrops, dass man da erstmal auf das Projekt aufmerksam macht. Dann haben die Leute da irgendwelche Minimengen, die als Dust so bezeichnet werden, als Staub. Und unter Umständen wollen die dann doch noch ein bisschen mehr haben. Und dann habe ich halt diese Preisfindung und dann steigt auch der Preis an. Ja, also. Die Ziele, die du jetzt erwähnt hast, wurden nicht verfolgt. Auch nicht von mir, nicht von meinem Team und nicht von der Foundation. Du bist Techniker. Du Es geht ja darum, die willst Stimmrechte geht ja eigentlich zu deine verteilen. Erfolgserlebnisse, du willst deine Ge genau, Erfolgserlebnisse beim Programmieren haben. genau, und die haben ja eigentlich jetzt hier ihre Woche. Und im Endeffekt, ja, was angestrebt wurde, ist die Dezentralisierung. Deswegen gibt es auch dieses Advanced Governance hier bei uns noch nicht, weil dann wäre es so, dass auch die Investoren, die jetzt da am Anfang reingegangen sind, und auch unser Team, würde dann auch mitstimmen können. Das wollten wir vermeiden. Nur derjenige, der die Tokens hat in der Hand, wirklich in der Hand, der darf dann auch mitbestimmen. Und im Dezember gibt es dann erst einen Unlock für den Investoren, für das Team und Advisors. Da macht es Sinn dann, quasi dieses Advanced Governance einzuführen, weil durch das ganze Jahr wurde sehr, sehr viel Tokens verteilt. Sehr, sehr viele Leute, sind über 50.000 Adressen aktuell, die diesen Token halten. Und noch mehr Leute
sind das eigentlich, weil die 50.000 sind nur die Tokens, die irgendwo liegen auf irgendwelchen Adressen, weil viele sind konzentriert in Liquidity Pools, einige sind konzentriert beim Staking und da ist eigentlich viel mehr. Ich glaube, das sind so um die vielleicht 100.000 Leute, die den One-Inch-Token wirklich halten und dann ist das ein gutes Gleichgewicht gegenüber von dem Team und den Investoren, die den ersten Unlock bekommen, den ersten Siebtel, dass dann richtig Gewichtung hat dann auf der Waage beim Governance. Was denkst du, wo der Preis hingehen wird, noch vom One-Inch-Token bis Ende des Mir ist Jahres? scheißegal. Na, was denkst du? Oder was sagen andere? Keine Ahnung. Also ich hole mir keine Tipps ein, was der One-Inch-Token wert sein wird. Mir vollkommen egal. Mir war es vollkommen egal, wo es auf 77 Cent abgestürzt ist. Mir war vollkommen egal, wo es dann irgendwie auf dem High war von 6 Dollar irgendwas. Aktuell ist es bei 4 Dollar irgendwas. Also mir ist komplett wurscht. So, dann haben wir noch ein paar Fragen. Ja. Eine Frage, die bei uns auch so aufgekommen ist, wer steht an der Spitze von One Inch? Also, du hast es ja schon mal gesagt, aber vielleicht wiederhole es nochmal und korrigier das. Ja, also es gibt keine Spitze. Es gibt natürlich die Core-Contributors, so wie ich und Anton. Wir haben das ins Leben gerufen. Wir haben fast, ich glaube, 1,5 Jahre kostenlos gearbeitet in der Nacht, ne? Und am Wochenende. Ich habe da bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet, Vollzeit. Und wir waren überall auf den Hackathons und haben das auch ein bisschen vorbereitet, die Idee. Die Foundation ist da, die den quasi Sinn und Zweck hat, quasi eine Non-Profit-Organisation, die den Zweck hat, den Token so dezentral zu gestalten, wie es nur möglich und dass das Netzwerk auch ausgebreitet wird. Dazu zählen Grant-Programs, also quasi so Bonuszahlungen an die Leute, die da irgendwelche Projekte bauen, basierend auf One-Inch-Network oder für One-Inch-Network Protokoll bauen und das einfließen lassen. Es gibt zwei Teams, die daran arbeiten, aktuell da jetzt mitzumachen. Da gibt es einen bestimmten Prozess, dann gibt es eine Bewerbung, muss man das Ding pitchen, erklären, was das für einen Mehrwert für ein One-Inch-Network bringt. Eins ist, glaube ich, Decentralized Local Storage Protocol, also ein russisches Team, die sind richtig gut, die haben B2B schon eine Lösung. Ein anderes Team macht Decentralized ETFs. Ist auch eine coole Geschichte und ETFs ohne Middlemans ist richtig cool. Alles powered by One Inch dann sozusagen. Die wollen das Contributen ins One-Inch-Network. Also ich muss da auch als quasi als Consultant rein und die bewerten als Core-Contributor. Und ja, die werden auch einzelne Teile der Protokolle verwenden. Zum Beispiel Liquidity-Protokoll wird bei dem dezentralen Storage verwendet. Bei den dezentralen ETFs ist so, dass die eigenes Liquidity-Protokoll aufsetzen, basierend auf der existierenden Technologie mit dem Decay-Period und so weiter und so fort. Weil die ganzen Teile in dem ETF, in dem Pool, müssen ja balanciert werden auch, ne? Dann kann sein, dass zum Beispiel eine Tesla-Aktie jetzt mal 10% steigt und dann muss man ja trotzdem weiterhin 5% von den Aktien in dem Pool haben und nicht mehr. Und das, was mehr ist, wird halt balanciert gegen vielleicht USDC, ja, oder was anderes. Oder vielleicht anderen Token wie Uni-Token oder One-Inch-Token, ja. Also wird man, habe ich das, wenn ich das richtig verstehe, wird man irgendwann jetzt das hat es ja, glaube ich, gesagt, mit Synthetics wollen die das dann irgendwie die ETFs machen. Wird man Sind's, irgendwann ja. ETFs bei One Inch kaufen können? Oder wollen die das sozusagen, machen die ihr eigenes Projekt und nutzen Also, eure Technik mit? ich glaube, im One-Inch-Frontend wird das als quasi als Liquidity-Pool sichtbar, so wie was ihr da auch gerade gesehen habt. Und das Team plant auch eigene DAO, dezentrale Organisation mit eigenem DAO-Token, soweit ich verstanden habe, von Anfang an. Und die bauen eigenes Frontend da drauf. Ja, also One-Inch-Network ist quasi Basislayer und da drauf kann man halt irgendwelche Frontends bauen, also quasi dezentrale Applikationen oder eigene Produkte sogar on top. Cool. Genau, die Foundation, ja,
verteilt Grants an Teams, an Leute, die einzeln zwischen der Community da mitmischen und einzeln contributen, quasi Code schreiben und das einfließen lassen. Nach Bugs suchen, so Auditors auch. Da gibt es ein paar, die helfen, wenn dann Code geschrieben wird, die gehen da durch und gucken, ob da alles sicher ist. Dafür bekommen die auch Grants. Dann geht es weiter zu dem One-Inch-Team als Core-Contributor. Ist so, ne? Da wird einfach entwickelt, wo wir halt eine coole Idee haben, was vielleicht helfen könnte. Und wird dann auch dann der Foundation vorgetragen und meistens genehmigt, weil es sind immer coole Sachen. Es kommt noch ein Limit-Order-Protokoll. Das ist super effizient und bringt super Value für das Netzwerk. Oder eine Optimierung von dem Router und so weiter und so fort. Also wir mussten auch so eine Art Roadmap vorlegen hier für die Foundation. Die versuchen wir zu folgen. Die ist allerdings nicht öffentlich, weil wir wollen nicht ICO-Style-like ein Roadmap zeigen und nicht erfüllen. Wir erfüllen lieber und überraschen, irgendwie so in die Richtung. Dann gibt es noch die Instant DAO, die Einstellungen überall in den Protokolls und die Gewinne gehen in die DAO. Später gibt es dann eine richtige DAO also eine richtig advanced DAO, wo dann Proposals erstellt werden können und dann wirklich dann quasi Code ausgeführt werden kann auf der Blockchain und zum Beispiel ein neues Protokoll aufgenommen wird in das Netzwerk. Aktuell ist es so, dass die Foundation die Rechte hat, ein Protokoll in das Netzwerk einfließen zu lassen oder rausnehmen. Das ist ein modulares System, was dahinter steckt. Und diese Rechte werden dann an die DAO übertragen, ein bisschen später. Ist das die One-Inch-DAO oder die Ethereum-DAO dann? Das ist die One-Inch-DAO. One-Inch-DAO wird dann entscheiden. Also das, dieses Staking, was ihr gesehen habt, das ist eigentlich schon die DAO. Nur halt, die DAO kann nur bestimmte Einstellungen setzen. Damit man richtige Proposals machen kann, muss man doch noch ein bisschen weiterentwickeln. Und das haben wir eigentlich auch auf unserer Roadmap, das zu machen. Muss man noch ein bisschen was bedenken. Wird wahrscheinlich aber eher so Richtung gehen, wie Compound das gemacht hat, dass du auch delegieren kannst, deine Vote Rights, Vote Rechte und dann Code ausführen dann. Magst du noch ein bisschen was zum Airdrop, zum Helikoptergeld von One-Inch-Token sagen? One-Inch ist kein Geld. One-Inch ist Utility-Governance-Token mit unterschiedlichen Tokenomics, die jetzt noch folgen werden mit weiteren Protokollen. Ja. Die Tokens, die verteilt wurden, wie ich schon gesagt habe, sind ein Zweck von dem Ganzen, war so dezentral zu gestalten, wie es nur möglich. Dass sehr viele Leute den Token halten und dann auch bei dem Voting da mitmachen. Und wie ihr gesehen habt, sind sehr viele Leute dabei, die da mitgestimmt haben schon. Und es war halt cool, ne? Es war so Christmas Gift, also Weihnachtsgeschenk. Von 24. Dezember, ne? 25. Ja, ich habe mit meiner Family dann kurz die Geschichte mit Weihnachtsbaum gemacht und mit meiner Tochter. Und Tochter schlafen gelegt und danach saß ich bis um 5 Uhr morgens, glaube ich, und habe geschaut, dass alles passt. Da waren bestimmte Prozesse, die eingehalten werden mussten. Wir zuerst haben wir auf die Foundation gewartet, bis die dann den Token erstellt hatte, physisch. Mussten ein paar Module eingeschaukelt werden. Ich musste das zwischen die Leuten durchkommunizieren. Michael und Anton aus Russland haben dann die Contracts quasi deployed, den Token mit eingebunden. Da gibt es so eine Art Linking. Und dann gab es ziemlich viel Traffic. die Schnittstellen, die das One-Inch-Team zur Verfügung stellt, die sind fast eingebrochen. Das war schon ein bisschen hart. Aber konnten schaukeln, ja. Das war okay. Dann gab es ja noch einen zweiten. Und wird es noch einen dritten geben? Genau, der zweite, das ging an die Uniswap-User, die noch nie was mit One-Inch zu tun hatten, haben aber irgendwie bei Uniswap einige Trades gemacht. Die fanden das auch cool, kostenlos, One-Inch-Tokens. Gut, die Menschen haben gesagt, hey,
Vielen Dank, ich habe mir ein MacBook Pro gekauft. Zum zweiten Mal eventuell. Weil ich hätte noch ein anderes Wallet, was bei Hornisch aktiv war. Ja, war witzig. Es gab Menschen, die haben wirklich sich bedankt. Die meinten, ihr habt mein Leben gerettet. Ich habe da nichts zu essen gehabt und jetzt kann ich meine irgendwie Familie hier 3 Monate lang ernähren oder sogar Das mehr, ne? muss man Weil immer die wieder Leute sind aus der beachten, ne? ganzen Welt, ja. Das eben, dass wir, wenn hier bei uns sowas gedroppt wird oder wenn es halt in Südamerika, die kriegen ja die gleiche Menge Tokens. Für die ist das schon mal eine ordentliche. Also ich meine, der One-Inch-Token ist kein Geld, aber wird immer welche am Markt geben, die für die Voting-Rechte da irgendwo Geld ausgeben. Und ja, für die ist das eine Stange Geld gewesen, ne? Ja. Ja, ich bin mir sicher, dass viele auch unseren Investoren auch gekauft haben am Markt, weil die wollten auch dann mitbestimmt von Anfang an. Ich bin der Meinung, ich bin mir sicher, also ich hab keine Proofs dafür, aber vom Gefühl her. Genau, bei dem dritten kann ich dir nicht sagen, das hat die Foundation zu entscheiden. Ich habe keine Gewalt über die Tokens. Wir empfehlen eventuell was, wo es Sinn macht, ne? Wo wir sehen, okay, da müssen ein paar User noch ein bisschen Wind bekommen von OneInch, weil es macht keinen Sinn, ja, direkt zum Beispiel die Uniswap zu benutzen, weil OneInch bietet die günstigsten Transaktionen durch die Routeroptimierung plus Algo, dass du immer den besten Preis bekommst. Genau. Dann hat man jetzt, das hier, dann hatte ich nur auf eurer Seite gesehen, dass geplant ist für irgendwann Early 2022, also zeitiges 22 sozusagen, den DAO Governance Launch durchzuführen. Das ist ja wahrscheinlich dann das, was du jetzt schon angesprochen hattest, dieses Genau. fortgeschrittene DAO, wo man dann auch die Proposals wirklich machen kann. Genau. Okay. Klingt alles gut. Also ich habe einiges Neues gelernt. Ich würde So. gerne noch wissen, wo ich meine Beschwerde hinschicken kann, dass ich bei keinem der beiden Airdrops dabei sein konnte. Dem Weihnachtsmann vielleicht. Ja. Oder besser Osterhasen, ne? Ja, stimmt, genau, ja, dann Jetzt. schicken wir es lieber an Osterhasen. Ja, ansonsten geile Geschichte. Danke, Sergej, dass du uns da die Zeit genommen hast für uns und uns das hier alles erklärt hast. Es war sehr gut. Das wird Genau, den ja. Neulingen hier wahrscheinlich auch mal ein bisschen die Angst nehmen, mal ein bisschen auf die Knöpfe zu drücken und auch einfach mal auf Swap zu drücken und einfach mal auszuprobieren. Dieses gute Gefühl, das einfach mal ohne eine Bank Sachen zu kaufen und zu verkaufen und man es nachverfolgen kann. Und es ist einfach, also ich muss sagen, es fühlt sich einfach immer gut an. Ja. Ja, das ist die Freiheit, die jeder Mensch braucht und sucht, würde ich mal behaupten. Ja. Wo keine Firma das bieten kann, ne, im Endeffekt. Du sitzt halt irgendwo in der Pampa, hast aber trotzdem Zugang zum Lending. Ja? Zum Beispiel, du hast deine $1.000 zusammengekratzt, legst die ab und verdienst deine 7%. Das ist cool. Was man auch immer wieder sagen muss, ja, es gibt ja auch einfach nicht, es geht ja vor allen Dingen auch immer um dieses Banking, the unbanked. Es gibt ja genug Leute, die keine, nicht mal Konten haben. Und hier oder weil in ihren Staaten die Regulierung für die Eröffnung von Bankkonten, weil sie da drunter durchfallen oder so. Hier brauchst du kein Bankkonto. Hier brauchst du eine Wallet auf einem PC oder auf dem Handy oder auf einer Smartwatch und nimmst an dem ganzen System teil. Also. Ihr seid da voll an der sozusagen an der Vorstufe, sozusagen im vordersten Track zum Wilden Westen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ist schon ein bisschen wilder Westen, ja, das stimme ich zu. Es ist aber die Zukunft, ne? So muss es sein. Es muss alles effizient ablaufen, ja, das ist der einzige Weg, glaube ich. This is the way, sagt Is the man. one, it is the way. Ja, genau. Ja. Dann, ja, machen wir an dieser Stelle Schluss. Sergej, bis zum nächsten. Ja, genau, Ja, bis zum vielen nächsten. Dank. Ciao. Bis.